Hallo und schön, dass du dabei bist bei einem neuen Video von mir. Wir bringen heute gemeinsam die neuen DIY Wimpern Extensions von Eyelashes an, denn Eyelashes bringt gerade jedes Monat passend zum Sternzeichen neue Lashes raus und diesmal ist das Sternzeichen Fische dran. Ich habe selbst ein Sternzeichen Fische zu Hause und weiß, wie sensibel diese Menschen sind. Und deshalb vermute ich auch, dass diese Wimpern so sanft und unauffällig sind. Natürlich habe ich auch wie immer einen Rabattcode für euch, denn mit DC20 kannst du 20% bei Eyelashes sparen. Ich verlinke dir natürlich alles in die Infobox. Und ich denke, jetzt sind es nicht mehr viele von dieser Limited Edition, denn die bringen von diesen Sternzeichen Lashes immer nur eine sehr, sehr geringe Stückzahl heraus. Und wir sind jetzt schon bei unter 200. Das heißt, wenn du auch auf eher sanftere Wimpern stehst, so wie ich, dann würde ich dir empfehlen, jetzt zuzuschlagen. Es gibt natürlich auch noch ein separates Video von mir, wie ich genau erkläre, wie ich die Eyelashes anbringe. Und ich liebe sie einfach, denn das sind halt wirklich Lashes, die ein paar Tage lang halten. Und wenn du Glück hast, sogar bis zu 7 Tage. Deshalb empfehle ich immer sehr, sehr gerne diesen Topcoat mit dazu. Denn damit halten sie noch einen Tick länger. Und natürlich kann man die Eyelashes auch wiederverwenden. Das mache ich auch. Ich kann euch da gerne mal mitnehmen, wie ich meine Lashes reinige, nachdem sie einige Tage lang auf meinen Wimpern waren. Aber natürlich sind sie auch irgendwann mal hinüber. Aber Preis-Leistung finde ich einfach top. Und du sparst dir auf jeden Fall eine Menge an Geld. Musst nicht ständig ins Wimpernstudio laufen, musst dir auch keine Gedanken machen, wenn dir mal eine Wimper abfällt, denn dann kannst du das auch gleich zu Hause wieder selbst dran machen. Ich liebe solche Beauty-Tools, die man selbst zu Hause machen kann, jederzeit anwenden kann, und Eyelashes ist da so ein richtiger Game-Changer für mich. Wie gesagt, ich bin eher der Typ, der doch sehr sanfte und nicht so auffällige Wimpern trägt. Vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal, aber zurzeit und auch im Standardsortiment sind die Pretty Lashes die, die ich immer trage. Aber jetzt natürlich die Lashes in Sternzeichen Fische. Als Anfänger würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, gleich ein komplettes Starter-Set zu holen. Das habe ich auch so gemacht. Und was ich auf jeden Fall noch haben möchte, ist der Black Kleber, also der nicht der transparente, sondern der schwarze Kleber. Denn wenn ich meine Eyelashes wiederverwende und immer wieder diesen trotzdem transparenten Kleber anbringe, ist es dann schon so, dass es nach 3-4 Mal Anwenden der Kleber sich etwas sichtbar macht, würde ich jetzt so mal behaupten. Deshalb, ja, wie gesagt, irgendwann sind sie dann doch hinüber. Ich schmeiß die aber nicht gleich sofort weg, sondern da habe ich noch einen tollen Tipp für dich. Ich versuche sie so gut wie möglich zu reinigen und schneide mir einzelne Wimpern ab. Denn du kannst dir ja bei Eyelashes auch die einzelnen Wimpern holen. Also warum soll ich mir nicht die, die noch gut sind, abschneiden und aufheben? Ja, ich werde mir da auf jeden Fall noch eine tolle Box zulegen, um auch die einzelnen Wimpern gut aufzuheben. Und ich würde auch sagen, dass man die alle dann wirklich ganz gut mischen kann. Also ich meine jetzt die verschiedenen Wimpern. Wird auch vermutlich die Sternzeichen Fische Wimpern mit den Pretty Wimpern ein bisschen mixen. Und das kann dann jeder, wie er möchte, auch machen. Ich bin auf jeden Fall sowas von begeistert von den Eyelashes und ich verwende die selbst erst seit Ende 2023. Und bin richtig, richtig happy damit. Und wie findest du eigentlich das Ergebnis? Ich bin wieder richtig begeistert. Schreib mir gern mal in die Kommentare, welches Sternzeichen du hast. Ich freue mich definitiv schon auf die nächste Sternzeichen und vor allem auf meines, das aber erst im Juni kommt. Wie gesagt, vergiss nicht, wenn du bei Eyelashes bestellst, dann verwende meinen Rabattcode, um 20% zu sparen. Und schau auch gerne in die Infobox. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass mich das gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.